In allererster Linie möchte ich mal ganz klar betonen, dass die Zusammenarbeit mit Didi nach wie vor sehr gut ist. Und ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Und nochmal, in der aktuellen Situation finde ich, ist es die sinnvollste Lösung, mit Didi in der aktuellen Situation erstmal weiterzuarbeiten. Er genießt einfach ein sehr, sehr hohes Ansehen in unserer Mannschaft und ist ein echter HSVler. Ja, er trägt den HSV richtig im Herzen. Und das weiß jeder hier. Und das weiß auch natürlich unsere Mannschaft und jeder einzelne Spieler. Deswegen, Didi genießt hier höchstes Ansehen in unseren Kreisen und er gehört absolut zu uns. Was die weitere Zusammenarbeit mit Didi oder einem anderen Sportdirektor angeht, da bin ich froh, dass der Verein mich fragt. Und ich finde es schön und wertschätzend, dass der Verein mich fragt. Ich habe große Achtung und großen Respekt vor Heribert Bruchhagen, einen so erfahrenen Mann jetzt in dieser Position zu haben. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass er es schafft, dass wir diese notwendige Ruhe jetzt in unseren Verein auch reinbekommen.